nehmen heute den ersten X-Alps Trainingstag mit Team Germany 2, neue Konstellation. Das probieren wir heute aus. Wir haben heute in Mackertstein gestartet, sind jetzt schon 8 Kilometer gegangen und sind jetzt hier vom Anstieg beim ersten Berg. In der Früh hat es uns so ausgeschaut, als würde uns der Westwind ein bisschen durch die Karten spielen, aber jetzt ist es besser geworden mit der Südwestströmung und es schaut relativ gut aus, dass wir jetzt ins Inntal kommen. Also Live-Tracking ist gut. Das haben wir ja schon mal gehabt. Die Thermik ist viel, viel besser geworden, als ich gesagt habe. Ja. Ganz ehrlich, nach der Front gestern hätte es mich auch nicht gewundert. Also es hätte mich gewundert, wenn es so stabil wird, ja, wie vorhergesagt. Und Windwerte sind aufgegangen ein bisschen. 120, 25. Stunden. Aber Hochries passt. Na, aber 13. Plan steht. Wo wir vom Fitness auf vielleicht sogar übers Inntal irgendwie rüber und kann da Anschluss finden und dann geht's dahin. Ist definitiv Best Case, kann auch stattfinden, ist aber eher unwahrscheinlich. Best Case ist, ich gehe da hoch und wir können nicht starten, müssen runterlaufen. Jo. Und dann komme ich eh in dem Tal drüben runter und wenn es irgendwas zwischendrin wird, dann lande ich entweder im Inntal oder... Wenn alles gut läuft, brauchen wir Greed Travel Clearance, die Einreiseanmeldung. Habt ihr das geregelt? Brauchen wir nicht, oder? Der Michi hat da in die Gruppe geschrieben, das braucht sogar jeder. Mhm. Weil dann müsst... haben uns entschieden, quasi einen Berg zu machen und abzugleiten. Eventuell mit der Möglichkeit, noch ein bisschen zu soaren. Es hat in der Höhe einen guten West. Den spüren wir auch. Aber es ist jetzt so, ich glaube 9 haben wir. Die ersten Vögel haben schon gereist. Die ersten Wolkenfetzen haben wir schon gesehen. Vielleicht finden wir sogar Anschluss. Also könnte thermisch doch ergiebiger werden, wie eigentlich vorher gesagt. Schauen wir mal.
aufpassen, dass die Motor aufstehen. Na, warme Finger. Ist der Asphalt warm? Nee, die Motorhaube. Da kommt wieder ein Stückchen Leben zurück. Keine Ahnung, 15 Leute, ein bisschen die ganze Zeit. Also wir haben jetzt die Option, dass wir entweder vorher gehen, Bäderskopf, oder wir gehen an die Flanken, wo wir gesagt haben, wo wir ursprünglich ausgemacht haben. Was ist das leichter, Unterschied vom Gehen her? Ich schätze mir nicht früh, aber kann man da unten in den Wiesen rausstarten? Das können wir gleich nachschauen. Da zum Beispiel. Ob da was, ja, das geht. Ist auf 1000 Meter, das war schon auf. Das war nice. Ja. Aus live. Good life, sunny. Morgen. Ja, den kleinen Startplatz, den siehst du jetzt von hier nicht. Der ist so hinter dem Buckel, hinter der Kuppe. Aber ja. das soll eigentlich gut funktionieren. Da hat er gerade ein Vogelgeil aufgeschaut. Und hat die Drohne angeschaut, das müsste gehen. Und dann hast du 250 Höhenmeter zum Verbrauchen, wo du dir nicht so haben kannst. Jo, ich bin jetzt genau auf der letzten möglichen Wiese vor dem Sattel da gelandet. Da hat der West blöd rüber geschwappt, unten bläst der Talwind hier voll rein und da kommt ein Talwind rein. Das war, hört sich wild an, war auch relativ wild in der Luft, stellenweise. Ich habe deswegen gesagt, ich laufe jetzt einfach auf den Sattel hoch und schaue mir das nochmal an, ob man da irgendwo raus starten kann. Richtung Aachenmühle raus. Weil da tief reinfliegen ohne Landeoption, das war mir ein bisschen zu unsicher. So, lala. Die Zirren sind weggezogen, jetzt ist die Sonne wieder da. Ich bin jetzt auf dem Gouffertpass bzw. bei der Gouffert-Hütte. Eigentlich ganz geil da. Aber es hat echt noch viel Schnee und hier zieht es aus Nordwest drüber. Der Plan wäre eigentlich gewesen, da noch hochzugehen, im Schneidjoch rauszustatten, aber
Da sind noch nordseitige Gleitschneerutsche drin und der Schnee ist super feucht. Und da hochstapfen durch den Schnee ist auch nicht so geil. Der ist durch die Sonne matschig und angetaut. Ich muss mir mal überlegen, vielleicht finde ich noch einen Startplatz, um da runter zu gleiten und nochmal in die Luft zu kommen. Aber das schaut jetzt gar nicht so geil aus eigentlich. Wäre halt einfach kein Schnee mehr, könnte man easy da kurz hochgehen. 400 Höhenmeter, Nordwestseite, das hat Nordwestwind. Das wäre eine leichte Geschichte. Schade. Ja, irgendwie schaut es noch aus wie tiefster Winter hier. Scheiße. Das könnte richtig spannend werden für dich selbst. Das ist jetzt 1400 und hier hat es einfach noch richtig viel Schnee. Was ist los? Hallo? Schirm noch ganz? Ja, ich habe mir schon eine Landewiese ausgesucht. Was tust du? Ich habe irgendwann so viel Wald gesehen, da gab es nur eine Wiese, habe ich gedacht. Da muss ich jetzt einlanden. Warst du da noch quer, Dumme? Ich bin über den ersten Pass drüber geflogen und dann bist du im Niemandsland. Da hat es nur noch Wald und irgendwo kleine Almwiesen und rechts und links überall geht es nirgends mehr raus. Und dann kam nochmal ein Pass. Und da bin ich reingeflogen und der war westbespült. Und da hat es keine Landemöglichkeit mehr gehabt, also wirklich gar nichts mehr außer Baum.